Moin moin und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, besonderen Video auf meinem Kanal, nämlich einem Livestream Voting. Ja, diejenigen von euch, die meine Livestreams verfolgen, die da immer zu Gast sind und auch gerne dann mit teilnehmen und mit mir sprechen und die Spiele begutachten, die ich dann so zocke, die wird's interessieren, denn die haben schon drauf gewartet. Beim letzten Livestream haben wir nämlich zwei Spiele abgeschlossen, nämlich beide, die wir halt gerade in Angriff hatten, nämlich Resident Evil 7 und Uncharted 2 haben wir beide komplettieren können, beide durchgespielt. Das Witzige ist, ich habe jetzt praktisch gerade Nachforschung betrieben, wir haben auch tatsächlich beide Spiele in einem Stream angefangen. Das heißt, sie sind beide zeitgleich angefangen und beide zeitgleich beendet. Finde ich sehr interessant, hatte ich in der Form, glaube ich, auch noch nie, denn ich bin nämlich letztes Wochenende mit der Steffi mal die ganzen Livestreams durchgegangen, die ich mit euch bisher so abgeschlossen habe. Und da sind einige Spiele praktisch zusammengekommen. Ich wollte nämlich wissen, was hast du alles schon mal im Livestream gehabt und welche Reihen hast du vielleicht schon mal angefangen und vielleicht gar nicht richtig weiterverfolgt oder so eine Geschichten. Und da sind ein paar interessante Sachen bei rausgekommen. Zum einen ist nämlich schon ein Spiel doppelt dabei gewesen. Das hatte ich nämlich auch nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht wusstet ihr es. Nämlich die Resident Evil Reihe. Da habe ich schon zweimal den Director's Cut, also das uralte, das Original, im Director's Cut habe ich schon zweimal gespielt. Und ich hatte echt gedacht, ich hätte einmal das normale und dann einmal den Director's Cut gespielt. Nein, zweimal den Director's Cut. Das heißt, Teil 1 haben wir zu Genüge gespielt. Kommen wir gleich noch zu, denn wir sind die ganze Liste so durchgegangen, um zu gucken, ja, welche Spiele waren jetzt vielleicht schon länger nicht mehr dran oder welche möchte ich gerne mal fortsetzen. Wo habe ich Bock drauf natürlich auch oder was könnte man überhaupt mal mit reinnehmen. Grundsätzlich nehme ich ja immer gerne Spiele im Livestream mir vor, die ich schon mal Let's Played habe. Da war jetzt zum Beispiel Theme Hospital eine Ausnahme, weil das halt ein sehr, sehr umfangreiches Spiel ist und das zieht sich sehr in die Länge. Und wenn ich das als Let's Play gemacht hätte, das hätte Ewigkeiten gedauert. Wir haben da jetzt, glaube ich, schon, ich glaube, fast knapp ein Jahr dran gehangen, bestimmt, mit den ganzen Livestreams. Und dann immer pro Stream so, ja, sagen wir mal im Schnitt 3 Stunden dran gesessen, vielleicht mal sogar 3,5. Und das hat ordentlich Zeit gefressen. Das wollte ich halt nicht alles im Let's Play verarbeiten. Deswegen habe ich das dann direkt im Stream genommen. Aber normalerweise ist die Regel, dass ich halt im Livestream mir Spiele vornehme, die ich schon mal Let's Played habe. Und da habe ich mal geguckt, was habe ich mir alles schon mal so vorgenommen, was hatten wir noch gar nicht im Stream. Und deswegen veranstalten wir jetzt ein Voting. Ich möchte euch mitbestimmen lassen. Ich habe da jetzt so 3 Spiele zur Auswahl gestellt. Also einmal fürs erste, einmal fürs zweite Spiel. Diejenigen, die es nicht wissen, ich spiele ja immer 2 Spiele im Stream. Zwei Spiele im Stream. Und für das erste und für das zweite dürft ihr abstimmen. Ihr habt jeweils 1 Stimme fürs erste Spiel und 1 Stimme fürs zweite Spiel. Ich sehe ja immer dann an euren Kommentaren, wer da praktisch jetzt gerade votet. Und macht euch bitte jetzt nicht die Mühe, extra Accounts anzulegen und dann mit den fremden Accounts dann irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwelche Abstimmungen vorzunehmen. Ich erkenne ja grundsätzlich, wer im Stream drin ist. Ich habe jetzt ja eine Zuschauerschaft, die überschaubar ist und die aktiv im Chat dabei sind, die erkenne ich sowieso. Und natürlich dürfen auch andere mitvoten, ganz klar, aber ich denke, das fällt schon irgendwo ein bisschen auf, wenn ich dann irgendwie dann auf einmal 10 Stimmen für einen bestimmtes Spiel habe und dann der Kanal dann irgendwie ähnlich aussieht oder das sind irgendwelche Namen, von denen ich noch nie was gehört habe. Versuch's bitte nicht. Ja, bleibt ein bisschen fair und ehrlich und votet jeweils immer nur für ein Spiel mit eurem normalen Account, mit dem ihr mich sonst auch verfolgt. Das wäre meine Bitte an euch. Und wie gesagt, ich möchte das gerne so machen, dass wir als erstes Spiel was Fröhliches machen, weil ich starte ja meistens so am Nachmittag, ne, in der Regel so 16:30. Und dass wir dann die ersten 2-3 Stunden uns einem fröhlichen Spiel widmen, einem, ja, positiv angehauchten Spiel, was so ein bisschen Lebensfreude vermittelt vielleicht. Und wenn dann der Abend heranbricht, nach der Essenspause im Stream, so 8:30 rum fange ich dann meistens an, oder vielleicht auch gegen 8, dann nehmen wir uns ein etwas düsteres Spiel vor, habe ich mir jetzt so gedacht. Und ja, dann ist die Atmosphäre halt ein bisschen, ja, gruseliger vielleicht auch mal und vielleicht ein bisschen tiefgründiger und ein bisschen schwermütiger das Spiel. Und so habe ich es jetzt eingeteilt, deswegen für Spiel 1 was Fröhliches, für Spiel 2 was Düsteres und da würde ich euch dann bitten, dann zu kommentieren und zu voten. Ich sage euch dann gleich, was ihr genau schreiben sollt und ja, ich stelle euch jetzt erstmal nach und nach die Spiele vor, für die ich mich entschieden habe. So, Spiel 1, ja, das ist halt das Nachmittagsspiel, mit dem wir dann den Stream immer beginnen werden demnächst. Ich möchte einmal vorschlagen, ich gehe mal schon zur Seite, dass ich auch einblenden kann. Spyro 2, ne? Und zwar die Classic-Reihe für PlayStation 1. Wir haben nämlich Teil 1 gespielt
Und das ist auch schon wieder ein bisschen her. Und ich denke, mit Spyro 2 macht man nichts verkehrt. Da kann man dann fortfahren. Und das ist auch eine Disc, die bei mir nicht fehlerhaft ist. Die erste war bei mir, glaube ich, mit sehr vielen Bugs versehen. Und da fehlten irgendwie teilweise Cutscenes oder waren verspraddelt oder sonst irgendwas. Tonaussetzer hatte ich da. Die zweite müsste eigentlich in Ordnung sein. Und das ist auch ein bisschen umfangreicher, das Spiel. Da könnte man auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit verbringen. Da sind wir ein paar Streams dabei. Ich würde dann natürlich auch da anstreben, wie im Let's Play, dann wahrscheinlich die 100% zu holen mit allen Edelsteinen und was da alles dazu gehört. Ne? Ja, das wäre der erste. Der zweite Vorschlag wäre Medieval, das Remake. Habe ich jetzt in die Kategorie fröhlich genommen, ist zwar ein bisschen düstere Atmosphäre, aber das Spiel hat schon sehr viel Humor. Und ich finde, das ist ein etwas heiteres Spiel schon mit Daniel Fortescue und die Hintergrundgeschichte. Das ist schon alles so ein bisschen lustig, vor allem die Synchro ist halt die aus dem Original. Und das ist schon so ein bisschen eher mit einem lachenden Auge zu sehen. Also ich sehe es nicht als so düster und das Remake hat mir echt sehr gut gefallen. Für PlayStation 4 ist das Spiel und wenn ihr für das Spiel seid, könnt ihr auch gerne für das voten. Oder ich biete euch als Alternative Donkey Kong Country. Habe ich bisher noch gar nicht gestreamt. Mit einer Ausnahme, ich habe damals, das ist aber schon Ewigkeiten her, als ich, glaube ich, mit Dave damals den allerersten gemeinsamen Stream gemacht habe. Das müsste 2000, keine Ahnung, war das 12 oder 11? Oder zwei, ja, also es war auf jeden Fall schon lange her. Da habe ich in einem gemeinsamen Stream mit Dave mal Donkey Kong Country angefangen. Wir haben das aber nie beendet, weil Dave auch nicht so wirklich mit dem Spiel zurechtkam. Aber das war der einzige Versuch. Und da das ja eine Reihe ist, die ich sehr, sehr gerne mag, und ich glaube, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Replays gemacht zu Donkey Kong Country. Und dann denke ich, ist es auch mal Zeit, die im Stream durchzugehen. Ich würde erstmal mit dem ersten Teil anfangen. Der ist nicht so umfangreich. Da sind wir dann vielleicht 2 oder 3 Streams mit beschäftigt, weiß ich nicht so genau. Da würde ich auch die 100% anstreben. Oder in dem Fall 101% sind es. Für SNES ist das Spiel. Ja. Und dann gucken wir mal, ob man die Nachfolge dann auch irgendwann spielt. Aber wie gesagt, das wäre erstmal der erste Teil als Vorschlag. Also, das sind nochmal im Überblick die 3 Spiele, die für das erste Spiel zur Auswahl stehen. Entweder Spyro 2, ich glaube mit dem wunderschönen Titel Gateway to Glimmer. Dann Medieval, das Remake. Oder Donkey Kong Country 1. So, und jetzt dürft ihr für diese 3 Spiele abstimmen. Schreibt bitte in den Kommentaren einfach dann Spiel 1 Spyro, Spiel 1 Medieval, Spiel 1 Donkey Kong. Irgendwie so, dass ich es erkennen kann. Ihr könnt das auch abkürzen mit, für Donkey Kong schreibt ihr DK oder DK oder Medieval schreibt ihr ME. So, dass ich es erkennen kann. Ja, es soll irgendwie deutlich sein. Also schon Spiel 1 davor schreiben und dann meinetwegen Spyro, Medieval oder Donkey Kong. So bitte schreiben. Nicht für mehrere, immer nur für 1. Ja, also Spiel 1 und dann 1 dieser 3 Spiele einfach in den Chat, in die Kommentare schreiben. Und ich, wie gesagt, ich zähle dann die ganzen Stimmen zum Ende zusammen. Und den Sieger, den küre ich dann im Infovideo und dann werde ich dann dafür künden, welches Spiel dann praktisch gewonnen hat. Ich werde das Ganze eine Woche lang beobachten und wenn nach einer Woche dann noch Stimmen dazukommen, dann zählen die wahrscheinlich nicht mehr. Also ab diesem Zeitpunkt, wo das Video jetzt gerade veröffentlicht wird, wo ihr es das erste Mal seht, gebe ich euch eine Woche Zeit und dann könnt ihr da Kommentare sammeln oder ich sammle Kommentare von euch und dann werde ich dann mal ein Fazit ziehen und gucken, wer gewonnen hat. Das heißt, ihr könnt dann theoretisch auch schon mal gucken, wer denn da die Überhand nimmt oder so, aber ich werde euch dann natürlich das Ergebnisse noch präsentieren. Das ist also das erste Spiel des Abends, das ich euch jetzt präsentiere. Aber wir wollen natürlich im Stream noch ein zweites Spiel spielen. Und da soll es ein bisschen in den düsteren Bereich gehen. Und auch da habe ich 3 Spiele zur Auswahl, für die ihr euch entscheiden könnt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir haben bereits 2-mal den Director's Cut zu Resident Evil 1 gespielt. Dann müssen wir auch langsam mal den Nachfolger spielen. Mein absolutes Lieblings-Resident Evil-Spiel, nämlich Resident Evil 2. Auch Classic. Also nicht das Remake. Ich mag das Remake, so ist es nicht. Aber ich möchte den Klassiker gerne einmal spielen. Ich habe ja im Rahmen der zweiten Runde, sag ich mal, die ich ja jahrelang nicht gespielt habe, weil ich nicht wusste, dass man das Spiel ja auch nochmal verkehrt mit A und B Szenario verwechselter spielen kann, ne, das, ja, deswegen habe ich das, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren nochmal gespielt, aber im Stream noch nicht, würde ich halt gerne mit euch machen und ich würde im Stream das dann auch so machen, dass wir alle 4 Szenarien spielen, also dann, ich glaube, geht es am Anfang mit Leon los, ne, Leon A, Claire B und dann Claire A, Leon B, ist das so gedacht? Ich weiß es jetzt nicht, jedenfalls würde ich alle Szenarien mit euch dann einmal durchspielen wollen.
Zweites Spiel, was ich euch zur Auswahl stelle, ist auch die Fortführung einer Reihe im Stream. Wir haben bereits den ersten und den zweiten Teil im Stream zusammengezockt und deswegen stelle ich euch zur Auswahl Silent Hill 3 für PlayStation 2. Da sind wir damit Heather unterwegs. Ich hasse diesen Namen, Heather. Und ja, hätte ich auch Bock drauf. Das ist tatsächlich das Silent Hill Spiel, an das ich, glaube ich, am wenigsten Erinnerung von allen habe, was aber nicht schlecht sein muss. Ich kann mich noch an diesen Vergnügungspark-Bereich am Ende erinnern, mit der Geisterbahn und so. Das fand ich ziemlich geil. Und an den Rest, ich habe keine große Erinnerung mehr. Man ist, glaube ich, viel in einem Hotel unterwegs oder so, ne? Ich weiß, glaube ich. Also jedenfalls, wenn ihr Bock habt, Silent Hill 3 stelle ich auch zur Auswahl. Das wäre dann Spiel Nummer 2. Und dann nochmal etwas Größeres. Ich habe es zwar erst Let's Played, aber ich hätte Bock auf eine neue Runde, ein New Game Plus sozusagen mit allen alten Waffen und dann nochmal wieder die Story einfach nochmal neu erleben, nämlich The Last of Us 2 für PlayStation 4. Das wäre auch ein etwas längeres Projekt, aber ich freue mich darauf, das Ganze halt noch einmal durchzuspielen. Jetzt mit schon ein bisschen ausgerüsteten Waffen, mit dem Wissen, was wir haben und dass ich weiß, welche Bereiche schon so ein bisschen auf mich zukommen. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, weil mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen und da hätte ich dann auch schon Lust, einfach mal eine zweite Runde und nochmal ein bisschen alles erkunden und ja, Sachen finden, Geraffel und basteln und so. Das ist immer eine schöne Sache. Ja, das wären praktisch dann die drei Spiele, die für die zweite Runde zur Auswahl stehen. Resident Evil 2 für PlayStation 1, Silent Hill 3 für PlayStation 2 und The Last of Us 2 für PlayStation 4. So viele Zahlen dabei, ne? Ja, und in diesem Fall würde ich euch dann auch einfach bitten, in den Kommentaren zu schreiben, Spiel 2, Resident Evil meinetwegen, Spiel 2, Silent Hill, oder ihr schreibt Spiel 2, The Last of Us. Ihr könnt auch TLOU schreiben, also irgendwie so, dass ich es erkennen kann. Und wie gesagt, auch bei Spiel 2 nur eine Stimme. Und ihr dürft natürlich nicht nur für ein Spiel voten, also ihr dürft... Jeder darf für Spiel 1 und für Spiel 2 voten. Ne? Das heißt, einmal eine Stimme für Spiel 1, einmal eine Stimme für Spiel 2. Das war wegen, keine Ahnung, irgendwer schreibt dann Spiel 1 Spyro und Spiel 2 Silent Hill als Beispiel. Ne? Also jeder darf für jedes Spiel voten. So. Ja. Das war's im Prinzip. Ich hoffe, dass das alles verständlich war, dass ihr gerne jetzt zahlreich kommentiert und hoffe, dass da für jeden was bei ist. Und jetzt nicht traurig sein, falls da irgendein Spiel nicht bei ist, auf das ihr euch vielleicht gefreut habt oder auf das ihr gehofft habt. Die Spiele sind ja auch irgendwann gezockt und dann starte ich irgendwann eine neue Abstimmrunde oder wenn sich dann irgendwann im Streamer herauskristallisiert, dass dann da, weiß nicht, 90% der Zuschauer ein bestimmtes Spiel verlangen, auf das ich dann vielleicht auch mal Bock habe oder so, dann spare ich mir vielleicht mal ein Voting, wenn sich alle einig sind. Dann kann man ja auch einfach mal so eins nehmen. Aber jetzt hat sich ein Voting angeboten, weil wir haben echt beide Spiele gerade durch im Stream. Und ich denke, ja, dann kann man das doch gerne mal machen, so ein Voting veranstalten. Ich bin sehr, sehr neugierig auf eure Kommentare, was dabei rauskommt. Da wir ja gerade ein Stream-Video haben, muss auch das typische Stream-Getränk her. Ich rede mir nämlich gerade den Mund fusselig. So, also, bin gespannt. Eure Kommentare, eure Meinungen, eure Lieblingsspiele jetzt bitte kommentieren. Ich werde das eine Woche lang verfolgen und euch dann das Ergebnis im nächsten Infovideo präsentieren und dann dafür verkünden, wann wir auch streamen. Es wird wahrscheinlich irgendwie gegen Ende des Monats sein. Der Termin steht noch nicht genau fest, aber ich werde das jetzt erstmal verfolgen und freue mich und bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Bock habe ich auf alle Spiele, sonst hätte ich sie nicht vorgeschlagen. Also da braucht ihr ja keine Sorge haben. Sollte irgendwann mal ein Gleichstand rauskommen, dann würde meine Stimme zählen. Aber das ist aber noch weit von weg. Dass wirklich mal ein Gleichstand irgendwo passiert, das sehen wir dann. Dann würde ich entscheiden. Aber ansonsten viel Spaß beim Voten und ich hoffe, wir sehen uns dann im Livestream wieder, wenn er dann immer stattfindet. Spätestens sehen wir uns im Infovideo wieder und jetzt läuft ja auch gerade ein neues Let's Play, nachdem GTA endlich geschafft ist, ja, und jetzt gerade ein James Bond, ja, eigentlich ein James Bond Abklatsch. Es zählt schon zur James Bond Reihe. Ich habe bei Wikipedia geguckt, das ist in der offiziellen James Bond Titel Liste drin, deswegen habe ich es ja auch mit aufgenommen. Ja, wir zocken es gerade halt. GoldenEye, Rogue Agent. Macht Spaß. Richtig, richtig cool. Ich werde morgen auch mit der Aufnahme weitermachen. Und ja, da könnt ihr auch gerne reinschauen. Ansonsten gerne voten und wir sehen uns. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.